Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir jetzt zeigen, wie man hier bei Google Tabellen, Google Drive Tabellen einfügen kann und auch einfache Eingaben natürlich vornehmen kann. Als erstes, die einfachste Variante, ich fahre hier mit der Maus her und ich sehe, dass hier dass ich eine Tabelle von mir habe, die in verschiedene Zellen eingeteilt ist. Also eine Tabelle. Das, was ich hier gerade immer auswähle, ist eine einzelne Zelle und diese Tabelle besteht eben aus mehreren Zellen. Und jede dieser Zellen hat eine eindeutige Adresse. Das heißt, ich kann durch Angabe hier oben, dieser Überschrift praktisch in der Spalte B und hier durch 4 kann ich genau bestimmen, dass das hier die Tabelle B4 ist. Oder hier hätten wir zum Beispiel D2. Jetzt möchte ich hier etwas eingeben, mache einen Doppelklick hinein und gebe zum Beispiel einen Text ein und schreibe hier hinein Kostenaufstellung. Klicke Enter. Man sieht, dass dieser Text dann ein bisschen dann darüber hinausgeht. Wenn ich jetzt hier weitermache, kann ich hier zum Beispiel eingeben, Dauer des Aufenthalts. Und immer wenn ich hier drinnen bin, sehe ich, dass ich hier oben auch den Inhalt an der entsprechenden Zelle dann sehe. Nachdem ich mir das hier angeschaut habe, habe ich eben noch mehrere Dinge jetzt hier eingegeben. Und es geht natürlich auch darum, dass ich hier Zahlen dann zum Beispiel eingeben kann oder das, was ich hier eingegeben habe, besser darstellen kann. Und eine einfache Möglichkeit, um hier dieses Überschreiten dann diese Zelle, das heißt, dass der Text nicht gut hineinpasst in diese Zelle, auszugleichen ist, wenn ich mit der Maus hier herfahre und du siehst, dass sich der Mauszeiger verändert, mache ich einen schnellen Doppelklick und es passt sich automatisch dann der Inhalt an der Zelle dann hier an. Und dir wird hier schon aufgefallen sein, dass hier der Text, den ich eingegeben habe, immer links ausgerichtet ist. Ja. Wenn ich das jetzt hier wenn ich hier eine Eingabe mache und hier jetzt eine Zahl eingebe und zum Beispiel bei Anzahl der Tage hier in dieser Zelle C5 eine Zahl eingebe, nämlich 5, dann erkennt Google Drive automatisch, dass es sich hier um eine Zahl handelt und dass es erkannt wurde, erkenne ich daran, dass diese Zahl hier im Gegensatz zum Text hier rechts ausgerichtet wird. Ich könnte dann hier weitergehen. Man könnte hier dann zum Beispiel auch die Kosten pro Zimmer angeben, also zum Beispiel 50 Euro meine ich jetzt hier. Und man sieht wiederum, dass der Google Drive das hier eben automatisch erkennt, nämlich als Zahl und dann rechts ausrichtet. Wenn ich mich zum Beispiel vertippen würde, schreibe jetzt hier irgendeine Zahl hinein, dann kann ich zum Beispiel hergehen und kann mit der Entfernen-Taste diesen Inhalt löschen. Könnte das jetzt auch wieder herstellen, wieder rückgängig machen. Oder ich könnte auch dann mit einem entsprechenden Menübefehl, wie hier Bearbeiten und Werte löschen, könnte ich zum Beispiel den Inhalt dann hier wiederum löschen. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Wege, um etwas bei Google Drive voranzubringen. Und genauso auch manchmal hier mit der rechten Maustaste. Gut, ich lösche das jetzt hier, mit Entfernen in diesem Fall. Und jetzt gleich zu einem nächsten Punkt, der sehr praktisch ist. Ich kann nämlich hier Berechnungen durchführen lassen. Das würde wenig Sinn machen, wenn ich einfach nur Zahlen abtippe und Texte abtippe. Ich kann hier auch Google Drive berechnen lassen, indem ich hier ein Gleichzeichen einfüge. Ich wähle mir also hier eine Zelle aus, in der dann das Ergebnis einer Berechnung eben noch stattfinden soll. Drücke dann auf das Gleichzeichen und ich möchte jetzt hier den Gesamtpreis dieses Zimmers zum Beispiel berechnen. Ich bin ja 5 Nächte dort. Habe hier die Kosten pro Tag von 50 Euro und rechne das jetzt so aus. Ich klicke jetzt hier drauf und er trägt dann hier, wie du siehst, C5 ein. Und C5 ist genau die Adresse dieser Zelle hier. Füge dann ein Malzeichen ein und das Malzeichen ist so ein Sternchen. Klicke jetzt hierher und habe jetzt hier also drinnen stehen C5 mal C6 hier auch. Und drücke jetzt Enter. Und Google Drive Tabellen berechnet jetzt hier dann dieses Ergebnis. Also 55 ist 250, ich sehe hier das Ergebnis. Und hier oben in diesem Zelleninhalt kann ich dann auch dementsprechend dann die Formel, die Funktion sehen, die ich da verwendet habe. Damit wir dann gleich weitersehen, wie das auch gut funktioniert, möchte ich jetzt hier einen Rabatt angeben in Prozent. Und diesen Rabatt in Prozent wähle ich zum Beispiel 15% und dafür wähle ich dann 0-15. Bitte keinen Punkt, sondern Beistrich verwenden. Habe das hier eingegeben und möchte das jetzt in Euro berechnen. Mache hier ein Gleichzeichen, weil ich wieder eine Funktion etwas berechnen möchte.
Und das möchte ich hier Google Drive User bekannt geben. Habe also wieder das gleich. Wähle mir hier jetzt diesen Prozentsatz aus. Wähle mal. Dann mal hier C8. Das heißt hier diesen Rabatt in Prozent. Und wähle dann hier den Gesamtpreis. Der ist auf C7 gespeichert. Drücke Enter. Und es wird mir dann dementsprechend 37,5 ausgegeben. Das heißt der Rabatt in Euro, also der Geldbetrag, um den eben der Zimmerpreis sich reduziert, ist immerhin 37,5 Euro. Jetzt möchte ich mir noch den Gesamtpreis dann ausrechnen lassen. Ich gehe hier bei Gesamtbetrag dann auf C12 hinein, drücke dann, gebe dann wieder, sagen wir so, mein Gleichzeichen ein und nehme mir dann den Gesamtpreis und ziehe davon, also Minus, ziehe davon ab, dann den Rabatt, der hier auf C9 gespeichert ist. Wiederum zur Erinnerung, hier oben sieht man dann auch den Inhalt dann dieses Feldes und das Ergebnis kommt dann 212,5 heraus. Hier oben ist dann die Funktion, die Formel, mit der das dann berechnet wurde. Nachdem ich das jetzt hier die Berechnung durchgeführt habe, schaue ich mal ein bisschen auf die Form, das heißt das Aussehen dieser Tabelle und da könnte ich jetzt hier zum Beispiel hergehen und meine einzelne Zelle dann auswählen und könnte dann hier zum Beispiel hier eine bestimmte Formatierung dann vornehmen. Ich habe also hier den ersten Eintrag dann fett formatiert. Könnte das dann hier wiederum machen. Könnte auch noch einen kursive zum Beispiel Eintrag verwenden. Man sieht schon, dass das hier ein bisschen dann herausgeht. Das heißt aus der Zelle, über diese Zelle dann hinaus. Ich habe aber auch die Möglichkeit, wenn ich eine Formatierung vorgenommen habe, diese Formatierung dann auch zu übertragen. Und dazu verwendet man hier bei Google Drive dieses Format übertragen, das hier ausgewählt und kann es dann hier zum Beispiel dann anwenden. Man sieht, dass es dann auch überträgt. Kann jetzt wieder hergehen und könnte das so machen. Oder ich markiere einfach einen größeren Bereich, wähle mir die entsprechende Formatierung hier aus, jetzt muss fett und dann auch alles kursiv. Darüber hinaus haben wir dann natürlich auch Möglichkeiten, zum Beispiel die Hintergrundfarben dann hier zu verändern, das heißt hier bei Google die Füllfarbe, zum Beispiel hier in Gelb, ja, und dergleichen mehr. Wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich gemacht habe, habe ich hier die Möglichkeit, immer wieder Dinge rückgängig zu machen. Ja, in dem Fall hier, dass die Hintergrundfarbe Gelb gewählt wurde und ich könnte sie dann auch dementsprechend wieder herstellen. Eine weitere praktische Möglichkeit bei Tabellenkalkulationen und hier auch bei Google Drive Tabellen ist, dass ich hier einen sogenannten Zeilenumbruch innerhalb einer Zelle voranbringen kann. Wenn ich nämlich das jetzt hier rüberschieben würde, die Größe, dann würde das darüber hinausgehen. Ich kann jetzt aber hergehen und könnte hier zum Beispiel eine Zelle auswählen und dann hier ein Symbol verwenden. Das wäre dieses hier für Zeilenumbruch. Und man sieht, es wird hier umgebrochen. Da könnte ich das ebenfalls noch machen. Und die Höhe dieser Zelle wird dann verändert. Das heißt, die Höhe dieser Zeile wird dann hier durchgängig erhöht. Und ich habe den gesamten Text dann hier schön dann aufgenommen. Gut, soweit jetzt hier zu den einfachen ersten Eingaben, einfachen Formatierungen, auch ersten Funktionen haben wir schon kennengelernt und natürlich auch die Zeilenumbrüche. Mehr erfährst du dann im nächsten Video.